Hey Leute, willkommen zurück bei Arcania aka Gothic 4. Ich würde sagen, wir reden nochmal mit dem alten Schamanen. Letztes Mal haben wir ja Eriks Seele geholt. Die Zeit in der Wildnis würde Erik stark machen. Tja, für einen Kampf gegen Erhag sehe ich schwarz. Erik ist zu schwach, ja. Er braucht noch viele, viele Monde. Zu viele. Sharlock wird gegen Erhag kämpfen müssen. Sharlock wird verlieren. Er ist kräftig, aber er ist kein Kämpfer. Ich konnte ihn mühelos besiegen. Dann ist alles verloren. Es wird Zeit, dass ich meinen Namen begrabe. Warte. Ich muss ohnehin Garvan befreien. Und ich bezweifle, dass Erhag ihn einfach gehen lässt, wenn ich ihn darum bitte. Was hast du vor? Ich fordere Erhag heraus. Du bist kein Ork. Was ist mit Eriks Amulett? Wenn ich es anziehe, bin ich dann einer? Ja, dann bist du Erik. Von mir aus. Erhag muss die Herausforderung annehmen? Wenn er sich weigert, gegen Erik zu kämpfen, ist er kein Häuptling mehr. Dann gib mir den verfluchten Skaboos. Hier hast du ihn. Bevor du gehst, nimm dir, was du in meiner Kiste findest. Ui, Loot. Du wirst es brauchen. In Ordnung. Aber zuerst hole ich mir Eriks Seele. Warte. Was ist? Verberge Eriks Seele. Enthülle erst, dass du Erik bist, wenn du Erhag herausforderst. Warum? Erhag wird sonst den Kampf verweigern. Er glaubt nicht an Seelen. Aber die Orks vom Silbersee glauben daran. Wenn du ihn als Erik herausforderst, muss er kämpfen. Sonst ist er kein Häuptling mehr. Na schön. Gut, dass ich gleich ein Ork bin. Und Leute, ich hab's gerade vergessen. Nochmal hallo und herzlich willkommen bei Let's Play hallo, mein Freund. Gothic 4. Aka das beste Gothic. Aka Arcania. Ich glaube, das habe ich gerade vergessen, deswegen. Wir nehmen uns auch mal alles. Der hat einen Scheißring. Können wir wieder in die Schriftrollen gucken. Ein paar Rezepte wieder mal gelernt. So, du Arsch, ich brauch dein Amulett. Gib her oder es gibt Hauer. Hör mal zu, Erik, ich brauch dein Amulett. Mein Amulett? Deine Seele. Nein, ich bin Erik. Du bist nicht Erik. Gib mir deine Seele. Ich werde an deiner Stelle gegen Erhag kämpfen. Ich verstehe nicht. Du bist Erik, nicht wahr? Ja, ich bin Erik. Ich kenne seine Stimme, ich kriege Kopfschmerzen. Mein Name steht auf meiner Seele. Genau. Wenn deine Seele also um meinen Hals hängt, hast du einen neuen Körper. Du wirst besser kämpfen können und Erhag besiegen. Ich? Willst du keine Rache für Morrig? Du hast recht. Ich werde deinen Körper tragen. Die haben alle einen Knall. Erik? Erik ist fort. Erik ist du. Ist klar. Ich meine, da merkt man ja keinen Unterschied, sobald er das Amulett abnimmt. Gott. Dumme Orks. Dumme Orks. Ich bin nicht Erik, du bist Erik. Ey, wie der redet, so kann ich gar nicht reden. Was hat der Synchronsprecher da gemacht? Erik, ich bin... Der spricht so ganz komisch, hat so ein ganz komisches... Ich würde schon fast sagen, kratzen, wie wenn man über eine Tafel kratzt in der Stimme. So, willkommen nehmen will. Aber die 4. Ich dachte, hier war ich schon. Ich dachte, wir gehen gerade zurück, da wo ich hergekommen bin, zu diesen Orks wieder. Aber scheinbar nicht. Wir sind ein Haufen Viecher. Hallurka. Lurker. Wie auf Twitch. Scheiße, mir fällt gerade ein Witz, habe ich letztes Mal schon gebracht. Gott, bin ich schlimm. Ja, Lurker sind scheiße. Die Leute, die nicht in Chat schreiben, nennt man ja Lurker und die haue ich genauso um, wenn ich sie mal im Real Life treffe. Schande über ihr Haupt. Leider ist dadurch mein Speed jetzt weg. Bei, also mein Geschwindigkeitszauber.
weil ich den vorm Kampf genutzt habe. Und dann hatte ich ihn im Kampf, was mir nichts gebracht hat. Deswegen muss ich jetzt ganz normal dahin eiern. Zu der blöden Orkhöhle, die hier irgendwo rechts war. Ja, das ist der Turm und die war rechts vom Turm. Oh, ein paar Gegner noch. Perfekt. Ach komm, wir haben es gelevelt. Alter, Magie ist echt... Magie könnte man bestimmt viel mit anfangen, hätte man von Anfang an gelevelt. Aber ich habe halt erst vor einer Stunde in-game da ein bisschen was reingesteckt, also nein. Wir bleiben aber bei Nahkampf. Damit läuft es ganz gut. Da ist der Hort der Orks. So ein Pflänzchen. Ein schönes Pflänzchen. 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 Hallo. Skaboos? Ja, Skaboos. Hier hast du das stinkende Gesöff. Nix stinkend. Lecker. Gut, dann mach jetzt das Tor auf. Skaboos hier. Tor auf. Moment. Darum. Diener, Daruk, Tor, sofort! Lebt Gawan noch? Baron lebt. In Käfig. Aber lebt. Der Arme. Gawan ist in einem Käfig? Schwert Erhag in Käfig. Jetzt selber in Käfig. Wie gemein der ist. Großer Baron, jetzt kleiner Mann. Die auch gleich aufs Maul. Warum hilfst du, Erhag? Erhag, besser als Silbersee-Stamm. Zeigt uns Kampf. Stamm dumm. Lernt nix. Ich schlau. Ich lerne. Was hat Erhag vor? König Erhag macht Stamm. König Erhag, alles klar. Jetzt Baron in Käfig. Bald Stamm in Burg. Dann Orks-Chef. Ich Häuptling. Oder Baron. Was wird aus deinem Stamm? Alle in Burg. Krieger. Für Erhag. Starke Krieger. Menschen fürchten Orks. Leben in Höhle. Die Orks. Ich dachte, Orks leben gerne in Höhlen. Warum hast du dein Amulett? Ja, gesagt. Ich bessere Ork. Viel Skaboos. Viel Gold. Ork-Borsch will. Ork-Borsch kriegs. Wo ist Erhag genau? In großer Höhle. Auf Thron. Ist der schon besoffen? Der lallt doch richtig. Leibware. Starke Orks. Erhag König. Alles klar. Wer gehört zu Erhags Leibgarde? Orks. Große Orks. Freunde von Erhag. Sehr stark. Hey, Ork-Borsch. Okay, interessanter Dialog. Lustig, gebe ich zu. Ja, der pennt ein. Uchagala. Daruk. Hören, Mensch. Was ist denn los? Was ist denn los? Stamm nicht glücklich. Erhag nehmen alle Seelen. Ich wollen Seele zurück. Alle wollen Seele zurück. Warum hat Erhag eure Seelen einkassiert? Sollen arbeiten, Holz fällen, Steine schlagen, kämpfen. Daruk kein Krieger. Was wollt ihr denn? Frieden. Ruhe. Leben mit Menschen. Hab ich gerade schon gesehen, das ist Uruks Bruder. Der Ork am Anfang vom Spiel, der ihm Bernstein geben wollte gegen seine Haipilze. Gegen die Magic Mushrooms. Moment, du bist Daruk, Uruks Bruder? Ja. Bruder von dummer Bruder. Stamm. Tauschen Freiheit für Gold. Ich weiß nicht, wie ich es dir beibringen soll. Dein
Bruder ist tot. Olo Maho! Melok sprechen wir! Auruk ersticken an zu viel Gold! Nein, Daruk. Auruk hat mein Dorf gegen Mörder und Räuber verteidigt. Ach, nicht ersticken an Gold. Gut. Daruk glücklich. Mein Bruder ist tot. Oh, ich bin glücklich. Geil. Erstmal drüber freuen. Warum sagt ihr nicht davon? Erhag, verstecken Orks Seelen. Erhag, böse Freunde. Orks aus Norden. Kämpfer. Schlagen uns. Zwingen uns Arbeit. Wir Sklaven? Nein, nicht Sklaven. Orks. Orks-Sklaven. So ist das. Was hat Erhag vor? Wir wollen Burg. Burg von Baron. Was wollen Orks Burg? Orks leben in Höhle. Erhag verrückt. Verrückt! Mhm. Was würdet ihr machen, wenn Erhag weg wäre? Feiern. Viele Tage feiern. Da waren wir. So ein Grillfest. Ich hab seit Tagen Bock auf Grillfest. Hätte ich Kohle. Ich würde in der Umgebung rumfragen, wer Bock hat zu grillen, dann einfach mit einem Kasten Bier am Grill chillen, Musik hören, easy. Dann sag mir noch schnell, wo Erhag ist. Schönes Den Fest. Wo Feuer. Mhm. Ist Erhag alleine? Nein. Zwei große Orks bei ihm. Gefährlich. Du bleibst hier. Ich kümmere mich darum. Okay. Die Orks sind ziemlich geschwätzig alle miteinander. Allein die beiden haben mich jetzt minutenlang zugequatscht. Gott, sind hier viele. Okay, wir gehen erstmal hier lang. Weil da geht's nicht lang. Gucken wir mal. Bevor wir mit dem kämpfen, besuchen wir ein bisschen die Tunnelchens. Hier gibt's irgendwie nichts. Traurige Orkhöhle. Und doch, hier sind ein paar Orks. Ein paar Sachen, eine Wurst. Jahresvorrat an Lebensmitteln klauen wir den Orks. Perfekt, ich habe sogar das erste verkackt. So. Nehmen wir alles. Hallo Ork. Also was ist die Ork tatsächlich? Einfach nur ein Ork. Ohne irgendwas Besonderes. Nein, Spaß. Ihr seid alle was Besonderes, ja? Ihr seid alle was Besonderes. Ihr seid ganz tolle NPCs. Du bist auch nur ein Silbersee-Ork. Oh, ein paar schöne Waffen. Vor allem, wir laufen hier, das merkt er gar nicht, der Boss-Ork. Und seine Leute sagen ihm auch nichts, dass hier einfach jemand rumrennt, alle Sachen mitnimmt. Und dann kommt, um ihn K.O. zu schlagen. Nicht nur bringe ich den Anführer gleich um, ich plündere sie auch vorher noch ordentlich aus. Hier können wir was herstellen, das war mit B. Alchemie und Essbares, Elixier der dunklen Tränen. Was tut denn das? Minus Rüstung plus Mana, ja, das genügt mich nicht so, aber ein geringer Heiltrank, komm. Fiolen scheinen das zu sein, was mir permanent fehlt für Tränke. Ja, jetzt kann ich wieder was herstellen. Warte mal, mir fehlt Knospe, Heilpflanze. Ich sammle doch ständig irgendwelche Heilpflanzen ein. Wieso fehlt mir das? Aber egal. Egal, wir kaufen eh mal Lebensmittel zum Heilen. Jetzt gehen wir erstmal den fetten Ork umbringen. Ausgesetzt, ich finde den Eingang wieder. Ah ja, müsste hier gewesen sein. Haben wir hinten ein bisschen geguckt, wie die Orks so leben. Es sind echt wenig Orks. Uchagalla. Uchagalla. Wirklich wenig Orks. Okay, hier ist nichts Beeindruckendes. Soweit ich das sehen kann, hier sind ein paar Skelette. Gut, ich dachte, es sind friedliche Orks. Die Skelette sehen aber schon ein bisschen älter aus. So viel zum Thema friedlich. Auch Totenschädel hier. Schön. Stand erstellt.
Hier ist irgendwas. Ah, hier sind ein paar mehr Orks. Na du, Wurm? Wie bist du hier reingekommen, Mora? Das Tor. Erik fordert dich zum Kampf heraus. Erik, das feige Schwein soll kommen. Ich spalt ihm den Schädel. Ich bin Erik. Hier, meine Seele. Pah, Seele. Ich scheiß auf Eriks Seele. Aber wenn du kämpfen willst, Mora, hier bin ich. Kämpfe! Na dann. Was ein Feigling! So viel zum Thema Zweikampf. Nimm doch noch seine Freunde mit rein. Der hat eine brennende Waffe, aber zweihändig. Komm, Kollege, ich habe euren Boss getötet. Wollt ihr mal noch kämpfen? Ja, scheinbar schon. Ich nutze nie den Schild, das könnte ich mir auch mal abgewöhnen. War ein Level up. Mal kurz gucken, Inventar. 30 ist schon eine Hausnummer. Halt zweihändig, ne? 30 ist das Doppelte an Schaden. Das passt schon. Okay, was können wir wieder herstellen? Erstmal haben wir ein Level up. Ja, was gehen? Wir können Vitalität steigern. Das macht einfach mehr Ausdauer und Lebensenergie. Und hier können wir Ausdauerregeneration und Nahkampfkraft. Mehr Nahkampfkraft wäre natürlich auch schön. Was haben wir hier? Fernkampfkraft, Mana juckt jetzt nicht so. Heimlichkeit. Attacken mit Fernkampfwaffen gegen unaufmerksame Gegner verursachen zusätzlich 200 Schaden. Nötig Level 13. Das hier gibt auch mehr Lebensenergie nochmal. Die Heimlichkeit. Blitzschlag. Da hätte ich nichts rein investieren sollen. Na komm, das macht erstmal Nahkampf. Machen wir mehr Damage. Ja. Speichern. Und herstellen ist mit C. Was haben wir hier wieder? Dieses dunkle Elixier, damit mir das nicht alles die ganze Zeit angezeigt wird. So. Müssen wir jetzt zu Erik oder. Oh, nicht, das lässt er plötzlich. Erik ist stark. Und Erik auch. Erik, sie sind aber schnell mächtig hergekommen. Und Erik hat Erhak erschlagen. Hier hast du deine Seele zurück. Sind wir fertig mit dem Putsch? Körper ist stark. Ich bin stolz, weil ich ihn vorher trage. Keine Ursache. Wie ihr sagt. Eine Laus frisst die andere. Oder so. Es hieß, frisst du meine Läuse, fress ich deine Läuse. Okay, gucken wir mal. Schamane Mählock. Wir brauchen ja noch den Burgherrn. Dass du da warst. Den Baron. Dein Körper hat unseren Stamm gerettet. Mein Körper? Mehr nicht? Doch, natürlich. Das will ich doch hoffen. Eriks Seele ist stark. Dein Körper, Eriks Seele. Zusammen seid ihr unbesiegbar. Cool, dann soll ich Seele jetzt wieder an mich nehmen. Wo ist jetzt der scheiß Baron? Erik hat keinen Bock zu reden. Was soll ich jetzt tun? Wo schillt der? Lester? Lester, warum schillst du bei den Orks? Ark Kurugura, Erik Skabus. Da kämpfe ich lieber noch einmal gegen Erhak. Das Gesöff würde ich nicht überleben. Was machst du hier? Trittst du jetzt dem Stamm bei? Nein, mein Freund. Ich werde hier ein wenig mitfeiern, aber dann muss ich selbst nach einem Weg zurück ins Sumpfland suchen. Mellok hatte leider keinen Erfolg. Okay. Ja, schön, aber wie? Gehen wir mal zum Ausgang. Ich hoffe, da steht dann der Baron dankbar und sagt mir Danke, dass du mich gerettet hast. Oh, Philipp. Ja, du bist der Stärkste von allen. Hier, nimm all meine Frauen und Töchter. Okay, hier steht einer rum. Labert der mit mir? Chagalla. Daruk. Was los?
Erik hat Erhag erschlagen. Eure Seelen sind gerettet. Große Freude! Erik, unser Anführer! Du bleiben! Feiern! Skaboos! Nein! Skaboos ist nicht meine Sache. Aber ich wünsche euch viel Vergnügen. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Skaboos. So. Wie wär's mit dem? Ich muss den Burgherrn befreien, deswegen bin ich überhaupt erst hier. Oh. Aber wir reden nächste Folge mit dem, weil die Folge ist jetzt vorbei. Lasst gerne ein Like und ein Abo da.